dass ich zu wenig Munition habe. Ich merke das. Aber da vorne liegt was. Und zwar ein Big Pack Munition. Ich finde keine Geheimnisse. Das ist ja sowas von fies. Gibt's hier überhaupt Geheimnisse? Das kann ja nicht sein. Da ist wieder was. Nee. Hier gibt's keine. Ich geb's auf. Kontrollpunkt. Was? Da kommen Gegner. Zack. Ins Gesicht. Doppelkill. Zack. Nochmal down. Oh, da sind schon wieder ein paar. Die wir jetzt alle einfach... Neues Upgrade schon wieder verfügbar. Super. Das ist der Raum, den wir suchen. Deaktivieren Sie die Generatoren, Major. Okay, ich deaktiviere einfach mal alles. Da liegt aber noch Nano. Habe ich alles? Ne, da hinten leuchtet noch einer grün. Aber hier liegt auch nochmal Nano. Hier. Aus. So, jetzt können wir zurück zu dem Haupttunnel, schätze ich mal, und die Gleise sind vorerst außer Betrieb. Genau. Das ist unsere einzige Chance, die nächste Station zu erreichen. Beeilung, Mr. Fletcher. Was, Beeilung? Habe ich ein Zeitlimit? Nee, habe ich nicht. Also. Reg dich mal nicht auf. So, die CLN-Waffen könnten wir verbessern. Das habe ich schon. Annäherungsminen. Nee, Annäherungsminen interessieren mich überhaupt nicht. Den zweiten Waffenmodus irgendwo brauche ich nicht. Kampfflinte, verkürzte Nachladezeit. Ja, die nehmen wir einfach mal, weil wir sonst nicht wissen, was wir nehmen sollen. Habe ich noch ein Upgrade? Nee. Ich dachte schon. So, weiter geht's. Schrotgewehr wieder ausgerüstet. Hier liegt Munition. So, wir müssen zurück. Und das sieht mir nach diesem Weg aus. Also über diese umgekippte Antenne oder was auch immer das sein soll, das Gerüst da. Und ja, das machen wir einfach. Versuchen natürlich nicht runterzufallen und ich schätze, jetzt kommen gleich endigst viele Gegner. Polizei, wo? Könnte mir auch mal helfen, ne? So, auf geht's. Ich bin bereit für den Krieg. Oh ja, das sind so Granatwerfer-Typen, die mich vorhin total schnell erledigt haben. Zack, da ist er down. Oh, Volltreffer. Da hat er mich getroffen. Oh nee, nicht so einer. Oh, Bossgegner, ne? Wisst ihr, was ich meine? Richtiger Bossgegner. So bossig, dass das Spiel zu ruckeln anfängt, sobald er irgendwie was loslässt. Im Stapel. Du knallst dich bloß selber damit ab, wenn du jetzt dein Mörser-Dingens loslässt. Jetzt ist er down. So, ist dann, da ist noch einer. What? Der trifft mich nicht. Der wird mich doch, der trifft mich. Aber uns geht's eigentlich so noch ganz gut. Also kann man nicht an... Keine Munition, was? Erstmal heilen, ja. Elektromörser hier. Hier. Und noch einen, weil wir es können. Das sollte eigentlich reichen, oder? Nee, das reicht nicht. Ah, du siehst so fleischig aus. Woran liegt denn das? Wow, da fliegt er weg. Da ist er zerfetzt. Habe ich ihn platt gemacht. Kontrollpunkt. Ja, da muss ich dann runter. Wir gucken erst noch. Heilen uns. Munition, alles. Ah, ja, hier liegt nichts mehr so. Nanomäßig rum. Also ich finde jetzt nichts. Und deswegen gehen wir einfach weiter, weil ich nichts finde. Oh nee, komm jetzt. Ey, lass doch mal den Scheiß. Ey, das ist doch wohl ein Witz, oder? Ey. Oh, hier geht schon wieder so ab. Also im Moment ist es richtig krass. Ohne irgendwelche Raketen oder Granatwerfern oder so hätte man da keine Chance. Also, nein, nein. Ich höre es auch noch. Bip, 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 du bist jetzt tot. Bip, 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 du bist jetzt tot. Oh, wie lame die kleinen Scheiße sind. Die nerven wirklich extremst. So, hier ist Nano. Wir gehen hier durch. Weil wir es können. Rüsten schon mal wieder den Raketenwerfer aus. Denn hier kann bloß irgendwas Großes kommen. Nicht wahr? Yep. Wie ich mir gedacht habe. Zack.
keinen erledigt, aber jetzt. Doppelkill, oder? Ja, hätte auch ein Monsterkill werden können. Aber so gut bin ich halt dann doch nicht. So, hätten wir das auch wieder. So, Schrotgewehr. Falls Kleinzeug kommt, aber das kommt immer seltener. Was mir ziemlich weh tut. Weil ich sie doch ganz schön vermisse. Ich will nicht dauernd diese großen Affen, die zurückschießen haben. Die sind echt gefährlich. So, können wir uns Upgrade leisten? Ja, schon wieder. Was können wir uns denn leisten bei der Kampfausrüstung? Ja, dann powern wir uns hier einfach mal auf. Es ist zwar völlig sinnfrei, was ich jetzt mache, aber ich kaufe mir einfach alles. Zumindest so viel, wie wir uns leisten können. What? Was war das? Was war denn das? Ja, wir haben nicht mehr viel Zeit, das ist ja wirklich schade und so, aber ich muss hier ganz in Ruhe alles machen, denn da sind große Gegner. Sackgranate. Doppelkill. Double kill. So. Jop, jop, jop. Hier ist schon wieder eine große Area. Und vor großen Areas habe ich immer Angst, denn hier liegt ein Geheimnis. Nein, ist auch kein Geheimnis. Wie komme ich bloß auf diese Idee? So, große Areas sind immer so eine Sache. Denn dort unten waren wir ja schon. Oh, aber genau wegen sowas meine ich das. Die triffst du nicht. Die Raketen gehen durch ihren Körper durch. Ey, der will auch nicht sterben, ne? Hier, komm. Hast du direkt aufs Gesicht bekommen. Ja, sag mal, geht's jetzt eigentlich noch? Der kleine Scheißerchen hätte mich fast getötet, Mann. Unfassbar. Die Raketen, du schießt auf diese Max, das ist wirklich so. Das habt ihr jetzt auch oft gesehen. Du schießt auf diese Max und die überleben das trotzdem. Weil da die Raketen irgendwie durch die durchgehen. Boah, deswegen muss man auf den Boden schießen, sie von den Füßen holen und dann so ein Double Kill hinlegen. Und dann natürlich nochmal. So. Ich bin Killer, ich hab Errungenschaft freigeschaltet. Die Killer-Errungenschaft. Ja, das bin ich. Damn it, I'm so bad. I'm a fucking bad boy. Wir können kein Upgrade uns holen. Wir haben ja gerade erst eins geholt. So, Kontrollpunkt. Das ist aber jetzt ein Geheimnis, oder? Nee. Hier gibt's keine Geheimnisse, Leute. Es gibt sie einfach nicht, okay? Dort hinten leuchtet was. Es leuchtet was. Das erste Geheimnis und wahrscheinlich auch das letzte eigentlich. Oh, super, ne? Super. Wir müssen jetzt wieder zu den... Oh, der, Alter, staubsaugt da jemand draußen auf dem Hof. Ich muss ganz kurz das Fenster zumachen. So, ich bin wieder zurück und jetzt geht's auch schon weiter. Wir müssen zurück zu den Gleisen. Oh, das sind schon wieder welche, ey. Unbelievable! Vierfach-Kill. Zumindest hat es so ausgesehen. Oh, Mann, das war jetzt echt... Stehen sie auf einmal alle hinter mir. Ich wollte rückwärts gehen und die Treppen wieder hochgehen, aber das hat alles nicht so funktioniert, wie ihr vielleicht gesehen habt. Denn dort sind keine Treppen. Nein, der Just hat sich getäuscht. Wir sind da runtergefallen. Ja, das macht das Spiel ganz gut, einem dann keinen Rückzugsort mehr zu geben in einem Fight. Und das ist teilweise echt nur noch fies. Ich habe was gehört, das sind eh nur noch große Max. Oh, ne, sind sie doch nicht. Aber das war ein schöner Dreifach-Kill. Ach, ich liebe meinen Raketenwerfer. Auch wenn es richtig lame ist, aber anders geht es leider nicht. Ach ja, natürlich. Natürlich, der explodiert einfach mir alles direkt ins Gesicht rein, nicht wahr? Ja, geil, so muss das laufen, nicht wahr? Ja, und nochmal. Ich bin ja bloß fast down. Dammit, wo gibt's was zum Heilen? Ich brauche irgendwo ein Medipack. Es gibt kein Medipack, aber die großen habe ich alle erledigt. Das bringt uns schon mal weiter. Hier ist Nano. So, was können wir hier? Öffnen Sie über dieses Steuerpult. Wir öffnen es einfach. Wir wissen nicht, was wir geöffnet haben. Wahrscheinlich das Tor zur Hölle und jetzt kommen noch 1000 Gegner. Aber es ist uns egal. Es ist uns wirklich egal, weil hier Medipack liegt. Zumindest ein kleines. Ist schon ein bisschen was wert, nicht wahr?
Kontrollpunkt, das ist auch was wert. Wow, okay. What the fuck? Ich dachte, hier wäre ich, Vergesst es. Vergesst es einfach, was euer lieber Chas gerade gemacht hat. Ja, wie kacken dreist ich mich einfach mal auf die Gleise gestellt habe. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. So, jetzt durchlaufen. Nee, hier bleiben wir stehen. So geht das. Natürlich, natürlich. Ich weiß doch, wie das geht. So, was gibt's hier? Wahrscheinlich nochmal ein paar Gegner. Nee, hier gibt's im Moment gerade gar nichts. Außer ein super tolles Medipack da hinten. Das ich jetzt auch wirklich brauche. So, what the fuck? Jetzt ist die Scheiße richtig am Dampf. Jetzt ist die Kacke richtig am Dampf. Ja, das überlebe ich. Ja, was ist los? So, was? Boah, das war jetzt gerade mal episch heftig. Also das, oh. Okay. Ich glaube, da müssen wir jetzt gut aufpassen. Wir ballern erstmal zu den kleineren Mechs dort hinten eine Rakete rein. Holen uns natürlich das Medipack hinten. Und dann erledigen wir die Großen. Genau so machen wir das. Auch wenn nicht alle draufgehen. Boah, Alter, die haben mich voll eingekesselt, ne? 15 HP. 15 HP habe ich noch. Ja, das war's natürlich, ne? Das ist natürlich episch scheiße jetzt, wie es läuft. So, ich habe mich kurz geheilt. Jetzt haben wir doch noch eine Chance. Ja, wir haben es geschafft. Oh, das war jetzt... Oh, ohne Raketenwerfer keine Chance. Ohne Raketenwerfer läuft da gar nichts. Da liegt was, da liegt was. Nano, zack, habe ich dich. So, hier wäre Medipack überall. Brauchen wir alles nicht. Da hinten liegt noch Nano. Wie konnte ich das übersehen? So, was liegt hier? Nix, nix, nix. Hier liegt noch Nano und weiter geht es. So, hier sind wir doch gestartet, nicht wahr? Jetzt können wir weitermachen, Mr. Fletcher. Wir sollten zum Ende des Tunnels gehen. Ja, dann tun wir das doch. Wenn wir zum Ende des Tunnels gehen sollen, dann machen wir das. Dann haben wir kein Problem damit. Da liegt aber noch Nano. Zack, zack, zack. Ziel erreicht! Sie haben die nächste Station erreicht. Bam! So läuft das. Level abgeschlossen. 30 Minuten dafür. 1 von 7 Geheimnissen. Ja, ganz toll. Ganz toll. Just, du bist so super. Na, okay. Dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Video. Bis dann!